herzlich willkommen zu einer neuen Folge von El Tonos Filmpalast. In der letzten Folge wollte ich von euch wissen, wie lautet der Film, in dem Moritz Bleibtreu mitspielt, wo er an einem russischen Style Magazine arbeitet und dann laut den Russen für den Terrorismus vorgeworfen wird und ins Gulag gelangt. Der Film heißt Die vierte Macht. Ist ein ziemlich guter Thriller, muss ich sagen. Also wer ihn noch nicht kennt, kann ihn sich gerne mal reinziehen. Sagt mir, wie ihr euch noch wen gefunden habt. Ich fand ihn richtig gut. Und dann kommen wir auch schon zur heutigen Episode. Ich habe auf Facebook abstimmen lassen, welche Folge denn wir heute zeigen. Ich hatte zum einen die Auswahl 3 Disney-Streifen heute oder 3 Thriller. Leider haben wir einen Unentschieden. Das heißt, wir müssen die Münze entscheiden lassen. Dafür habe ich diese kleine Münze hier. Auf der einen Seite sehen wir ein wunderschönes Bierglas. Das heißt, du darfst trinken. Das ist heute unsere Thriller-Seite. Und die Seite, leider musst du fahren, ist unsere Disney-Seite. Und dann wollen wir mal schauen, was die Münze für uns denn hergibt. Und wie wir sehen, leider musst du fahren. Das heißt, heute gibt es 3 Disney-Filme zu sehen. Und dann fangen wir auch nochmal gleich an. Ja, Disney-Filme. Im Großen und Ganzen, man ist nie zu alt für Disney-Filme. Also, ich liebe sie immer noch. Sicherlich wird in manchen vielleicht zu viel gesungen, in manchen wäre vielleicht ein paar Songs mehr besser gewesen. Das ist aber immer eine Geschmackssache. Mein erster Disney-Streifen, den ich heute vorstelle, kam 2010 raus. Und zwar handelt es sich um Rapunzel, neu verföhnt. Ich finde eine sehr schöne Art und Weise, die Rapunzel-Story neu aufleben zu lassen. Rapunzel, wissen wir, ist die mit den riesenlangen Haaren, die aber hier auch ziemlich magische Kräfte haben. Sie wird von ihrer Mutter in den Turm eingesperrt, damit niemand an sie rankommt. Das ist eigentlich die Hauptgeschichte, aber hier ist es so, dass sie eigentlich nicht von ihrer Mutter, sondern sie wird geraubt von ihren königlichen Eltern. Und die Diebin gibt sich dann für ihre Mutter aus und versteckt sie dann in einem Turm, damit keiner an sie rankommt. Dann unser Held der Geschichte ist im Grunde ein armseliger Dieb, der ziemlich von sich eingenommen ist. Ein toller Sidekick in diesem Film ist das Pferd. Ich muss sagen, das Pferd hat mich sehr amüsiert und das kleine Chamäleon. Großartig. Wie Disney immer diese ganz kleinen Charaktere auch noch richtig gut reinbringt und immer für einen Lacher gut sind. Und bevor ich noch groß weiter rumschwafe, zeige ich euch lieber einen Trailer. Hier ist er. Viel Spaß. Das sieht mir nicht mal ähnlich. Na warte! Viel Spaß im Knast! Ich werde dein Lachen vermissen! Allein. Jetzt pass mal auf, ja? Ich hätte sowas nie gemacht, aber du zwingst mich dazu. Wer kann hierzu schon Nein sagen? Komm schon, Blondie! Lass dein Haar auf! Ja, das war Rapunzel, neu verföhnt. Ich muss sagen, es war einer der guten Disney-Filme. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Im Großen und Ganzen für Groß und Klein auf jeden Fall was dabei. Die Blu-ray kostet zwischen 10 und 12 Euro und ist wie fast, aber auch nur fast alle Disney-Filme, ohne Altersbeschränkungen. Das heißt, guckt sie mit euren Kleinen an. Sie werden riesen Spaß dran haben. Und unser nächster Film kam 2012 raus.
Und zwar handelt es hier sich bei um den Film Ralf reicht's. Ralf, oder auch Randale Ralf, wie er hier heißt, ist eine 8-Bit oder 16-Bit, ich weiß es nicht mehr genau, eine Computerspielfigur, die im Grunde nur diesen einen Auftrag hat, immer das Haus kaputt zu machen, und dann kommt der Repairman und macht wieder alles ganz, und Randale Ralf wird vom Haus geschmissen. Und so geht sein Leben Tag ein und Tag aus. Und wir tauchen in diese wunderbare Spielwelt ein und merken dann, Randale Ralf ist überhaupt nicht glücklich. Eigentlich ist er ein netter Kerl und möchte nur geliebt werden und als Held dastehen. Aber er kriegt nun mal keine Medaille. Und also nimmt sich Ralf vor, er will eine Medaille haben und verlässt sein Spiel, was eine Katastrophe nach sich zieht. Und ich muss sagen, es ist sehr schön, wie hier so viele Spiele aus den 90ern, aus meiner Kindheit, mit eingebaut werden. Pac-Man und Zengin von Street Fighter ist dabei oder Bowser. Es ist herrlich gemacht. Und hier haben wir einen kleinen Trailer für euch. Viel Spaß. Naja, 30 Jahre mache ich das jetzt. Die Gamer sagen, wir sind Retro. Das heißt, glaube ich, wir sind alt, aber cool. Name? Lara Croft. Den Namen? Randale Ralf. In meinem Spiel, da bin ich der Böse. Ich will einfach nicht mehr der Böse sein. Ich hol mir eine Medaille. Wie will denn ein Böser eine Medaille holen? Da ist es. Ach du meine Fresse. Ralf spielt nicht mehr mit. Wo ist dieser Randale-Kerl? Unser Spiel ist kaputt und jetzt sind wir außer Betrieb. Ohne Ralf sind wir verloren. Hey, sag mal, bist du ein Penner? Nein. Wieso sind deine Hände so abartig groß? Ich hab keine Ahnung. Wieso bist du so abartig nervig? Du willst diese Medaille, richtig? Und ich will rennfahren. Du erwartest von mir, dass ich dir helfe? Schlag ein, Alter! Beeil dich, Ralf! Nur die Mutigsten und Besten dienen in unserem Chor. Käfer! Wofür ist denn der? Du hast kein Schimmer, wie man Go-Kart fährt. Naja, nein, also nicht so richtig. Was hast du gedacht? Oh, ich werde das Rennen einfach wieder durch Magie gewinnen, weil ich es mir ganz, ganz, ganz toll wünsche. Naja, du hast fast den ganzen Berg gesprengt. Okay, ja, guter Hinweis. Oh, es ist alles aufregend. Ich mach sie platt. Ja, das war Ralf reicht's. Ich muss sagen, das ist wirklich mein Top-Film von den dreien, die ich heute vorstelle. Also ihn fand ich einfach nur großartig. Die 2D-Version dieser Blu-ray kostet 10 Euro. Und die Version, wo die 2D- und 3D-Version drin ist, kostet 19 Euro. Der Film ist ab 6 Jahren freigegeben, also der hat eine kleine Altersbeschränkung. Warum jetzt genau, weiß ich nicht, aber okay. Wenn die FSK meint, das muss so sein, dann kann man dagegen leider auch nichts machen. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Film meiner heutigen Episode. Der Film ist ganz frisch in den Läden, er kam 2013 in den Kinos. Und zwar rede ich von Die Eiskönigin, völlig unverfroren. In Die Eiskönigin geht es eigentlich darum, es geht um ein Königsgeschwisterpaar. Elsa und Anna. Elsa hat die Fähigkeit, Eis und Frost und Schnee zu erzeugen, und durch einen Streit mit ihrer Schwester Anna stürzt sie ganz Arendelle, so heißt dieses Königreich hier, in einen ewigen Winter, und Anna versucht danach, ihre Schwester zu finden, weil sie darauf weggelaufen ist, und im Sommer wiederzubringen. Das ist im Großen und Ganzen die Hauptstory an sich. Und auch ziemlich gut, hier haben wir auch wieder 2 Sidekicks mit dabei. Zum einen Olaf der Schneemann, wird gesprochen von Harpe Kerkeling, er ist zum Schreien wunderbar. Und Sven der Elch, er hat im Grunde keine Sprecherrolle, aber er ist auch sehr amüsant, wie er dabei ist. Und hier haben wir einen kleinen Trailer für euch, viel Spaß. Es ist Sommer in Arendelle. Ein richtig heißer Sommer. Ein sonniger Sommer. Doch das wird sich bald ändern. Für immer. Arendelle,
Es ist komplett zugefroren. Kalt, 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 kalt. Juhu, ganz schön viel Schnee für Juli. Das Land versinkt in ewigem Eis. Im Ernst? Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, werden wir alle erfrieren. Du hast also Probleme? Ich lebe vom Eisverkauf. Ziemlich umkämpfte Branche gerade, oder? Ich meine, das ist wirklich... Das ist Pech. My lady. Das ist peinlich. Nicht ihr seid peinlich, aber nur weil wir... Ich bin peinlich. Ihr seid toll. Wartet, was? Hi, ich bin Olaf. Hi. Du bist unheimlich. Ich will das denn nicht. Nein. Das fängt ja gut an. Ich kann diesen Winter aufhalten. Ja. Halt dich fest! Ich mag es so schnell! Wow, 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 wow! Käsequanten runter! Das ist frisch lackiert. Sag mal, bist du im Stall aufgewachsen? Oh. Lasst uns den Sommer zurückholen! Mann, bin ich außer Form. Wölfe! Runter! Wow. Geht's dir gut? Mein Kopf ist noch dran. Und meiner etwa nicht? Hoppla, ich wollte nur... Oh, ist das süß, wie ein kleines Baby-Einhorn. Wir müssen irgendwie durch diesen Schneesturm durch! Das ist kein Schneesturm! Hexerei! Das ist meine Schwester! Das ist ja gut zu wissen. Gottmutter! Es ist voll unhöflich, einfach so mit Schneemännern zu werfen! Halt, warte, kleine Kratzbürste! Ist dir niemand mit was passiert? Ich bin ruhig. Gut. Komm schon! Olaf, du schmilzt! Manche Menschen sind es wert, für sie zu schmelzen. Aber besser noch nicht jetzt. Los, Kumpel, schneller! Olaf! Oh. Haltet durch, Leute! Ich spüre meine Beine nicht! Ich kann meine Beine nicht spüren! Weil es meine sind. Oh, tu mir einen Gefallen, schnapp dir meinen Körper! Oh, das fühlt sich besser an. Ja, das war die Eiskönigin, völlig unverfroren. Ich muss sagen, ich fand ihn gut, aber nicht so gut wie die anderen beiden, die ich vorher vorgestellt habe. Also mir fehlte irgendwie was. Wenn ihr es anders seht, schreibt mir eure Meinung unten rein. Oder wenn ihr es genauso gesehen habt, ich bin über eure Meinung sehr erfreut. Die 2D-Version kostet 15 Euro, da der natürlich auch sehr aktuell in den Läden liegt. Und die 2D- und 3D-Version kostet sogar 25 Euro. Also da sollte man sich erstmal dreimal überlegen, bevor man das Geld dann dafür ausgibt. So. Dann kommen wir auch schon zur heutigen Quizfrage. Und zwar möchte ich von euch wissen, Disney bekam für einen einzigen Film den begehrten Oscar für den besten Film. Um welchen Film handelt es sich? Ich gebe euch einen kleinen Tipp, es ist kein reiner Zeichentrickfilm. Das heißt, hier ist Real und Zeichentrick vermischt worden. Ich freue mich über eure Antworten. Schreibt sie mir unten in die Kommentare rein, wenn ihr es wisst. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann auch schon wieder nächste Woche. Dann kommen dann die versprochenen drei Thriller-Filme, unter anderem 8 Blickwinkel mit dabei. Und nächste Woche Mittwoch sehen wir uns dann auch schon wieder bei der neuen Folge El Tonos Kinopalast. Und ich würde sagen, bis dahin und weiter Filme schauen.